Tagesthema Elektromobilität. Jeden Tag ein Gedanke zur Elektromobilität. Gleich auf dem Kanal von Tesla-Fan. Hallo, hier ist wieder Tesla-Fan mit dem Tagesthema zur Elektromobilität. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr dieses natürlich tun, würde mich sehr freuen. Auch ein Daumen hoch ist immer klasse für mein Video. Weitere Informationen findet ihr unten drin. Auch den Weiterempfehlungslink von mir, Twitter-Adresse und natürlich ein paar kleine Videos. Heute ist der Skoda dran, beziehungsweise der erste elektrische Skoda, der auf der MEB-Plattform gebaut wird. Derselben Plattform, auf dem der ID.3 gebaut ist und demnächst jetzt hier ausgeliefert wird. Und der kleine SUV von Skoda ist aus meiner Sicht wirklich eine gelungene ein gelungenes Auto, was auf jeden Fall seine Nachfrage finden wird. Dieses Fahrzeug soll auch Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres höchstwahrscheinlich schon auf den Markt kommen. Das heißt gar nicht mehr so lange hin, dass das gebaut wird und ausgeliefert wird. Was hat dieses Fahrzeug? Ja, dieses Fahrzeug hat eine, von der Größe her natürlich, dadurch, dass es ein SUV ist, auch ein bisschen mehr Platz drin im Vergleich zum ID.3, was ich persönlich sehr gut finde. Es wird geliefert mit der kleinsten Batterie, die 55 kWh hat, die so um die 340 km weit kommt. Dann gibt es eine 62 kWh Batterie, da kommt man sogar 390 Kilometer weit und die größte Batterie mit 82 Kilowattstunden, ja, da soll das auf jeden Fall eine Reichweite von 460 Kilometer geben. Und natürlich kommt es immer so drauf an, wie man so ein Elektroauto fährt. Diese Angaben sind alle nach dem Weltzyklus gemacht worden, WLTP-Zyklus gemacht worden und ich kann sagen, ja, grundsätzlich gesehen ist diese Reichweite auf jeden Fall zu erreichen. Realistisch ist so, wenn man um die 20% davon abzieht, dann kommt man auf jeden Fall mit dem Fahrzeug auch in unter verschiedensten Situationen überall hin. Und das würde ja bedeuten, dass das mit der weitesten Reichweite Fahrzeug fast 400 Kilometer weit kommt in jeglicher Situation und dass auch das mit der kleineren Batterie immerhin noch 280, fast 300 Kilometer weit kommt. Also wirklich ein gelungenes Fahrzeug, Fahrzeug, das Premium-Fahrzeug sollte in 6,2 Sekunden auf 100 sprinten und 180 Stundenkilometer fahren, was aus meiner Sicht auch eine sehr gute Performance ist für ein Fahrzeug. Wenn man sich dennoch anguckt, ja, wie kann ich dieses Fahrzeug laden, dann hat man dort einen 11 Kilowatt Lader drin und natürlich kann man auch an der normalen Haushaltssteckdose mit 2,3 Kilowatt laden. Ich habe dazu ein Video gedreht zum Laden und wenn ihr euch da etwas angucken wollt, habe ich auch verschiedene Empfehlungen gemacht, wie man ein Fahrzeug lädt und worauf man achten sollte. Ja, und der schnellste Laden ist 125 Kilowatt an Schnellladesäulen und da ist man von 10% auf 80% denn schon in 40 Minuten, was super schnell ist. Und wenn man das einmal gemacht hat und erlebt hat, wie das Laden funktioniert, dann wird man auch feststellen, dass das ganz hervorragend funktioniert und die Wartezeit einem meistens sogar zu kurz ist, weil man dann noch irgendwie was trinken will, essen will und schon wieder weiter muss. Beziehungsweise man kann natürlich auch ein bisschen länger noch laden. Ja, Fazit, super, die Auswahl von elektrischen Fahrzeugen wird größer, die Konkurrenz wird größer. Dadurch kommen natürlich mehr Fahrzeuge in Frage für viele Leute. Dieses Fahrzeug wird ganz bestimmt ja, so zwischen 38, 35 und etwas über 40.000 Euro kosten. Ist so meine Schätzung für diese Fahrzeuge mit der Batteriegrößen, mit den unterschiedlichen Batteriengrößen, sodass man wirklich auch im Einstiegssegment schon ein vernünftiges Fahrzeug findet. Und das Beste natürlich dabei ist,
Wenn die Fahrzeuge erstmal im Markt sind, dann werden sie auch als Gebrauchtfahrzeuge wieder auf dem Markt erscheinen und dann kann eben auch noch eine breitere Masse in diese Elektrofahrzeuge einsteigen. Für jeden, der sich dafür interessiert, es gibt schon eine ganze Menge an Elektrofahrzeugen, die länger auf dem Markt sind, die man gebraucht erstehen kann. Das soll es wieder gewesen sein. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Tesla-Fan.